Also dann, Herr Schaf, dann mal Butter bei die Fische. Herr Schaf oder Trainer? Ist egal. Herr Schaf oder Trainer? Ist egal. Spieler oder Trainer? Was habt ihr für Fragen euch ausgedacht? Das kann man nicht. Da kann man nicht entweder oder. Also das ist beides. Meister. Als Trainer oder als Spieler? Das ist eine unendliche Nummer, ist das. Ihr setzt das ja so vor. Auch das ist beides überragend. Vielleicht jetzt die erste Entscheidung. 1992 oder 2004? Es wird nicht besser. 92 überragend als Spieler in so einem Finale dabei zu sein und 2-4 mit einer Mannschaft ein Double zu holen. Ich glaube, ist schwer zu toppen. Also 92 oder 2004? Also 1999 oder 2009? Schwere Entscheidung, aber ich entscheide mich für 2009, weil einfach auch all das, was in den Jahren davor passiert ist, nochmal 2009 nochmal zum Titel geführt hat. Nochmal etwas Großartiges mit der Mannschaft, so einen Pokalsieg zu erreichen. 99 war der Start, war natürlich auch sehr auffällig, ging in so als krasser Außenseiter in so eine Partie zu gehen und dann als Titelträger dazustehen gegen so eine unglaublich starke Münchner Mannschaft. Auch mit so einer Dramatik, mit Elfmeterschießen und. Also ein unfassbares Spiel. Aber trotzdem für 2009, weil das einfach für mich auch so nochmal ein Titel über all die Jahre, nochmal dort so einen Titel zu erringen, etwas Großartiges war. Möchte beides nicht missen. 99 muss man auch sagen, habe ich den letzten Schritt gemacht, das Finale. Davor haben meine Kollegen vorbereitet. Insofern ist dieser Titel ja auch für die anderen beiden auch ja letztendlich prägend gewesen. Aber bleibt bei 2009. Gehen wir weiter. Lissabon oder Berlin? Ja, es wird nicht besser. Also Lissabon natürlich überragend. 92 Europapokalfinale, was unglaublich ist. Schade, damals diese wenigen Zuschauer nur in so einem riesigen Stadion. Berlin jedes Mal die Hütte voll und das Event im Prinzip, was man national vielleicht am deutlichsten hervorheben kann, dieses Pokalfinale. Deshalb beides. Jetzt aber vielleicht die erste Entscheidung. Olympiastadion, Berlin oder München? Da würde ich auf Olympiastadion Berlin gehen, gerade eben aus den genannten Gründen, eben Pokalfinale, ein unglaubliches Event, eine unglaubliche Nummer, so viele Begeisterungen, so großartig. München natürlich auch, da hat man, sage ich mal, etwas fix gemacht, was für alle ja eigentlich damals unfassbar war. Beides mit ein bisschen Hang Berlin. Die Derby-Wochen. Papierkugel oder Elfmeterschießen? Ja, natürlich so eine Kugel, ne, da kann man was drumherum bauen. Ne. Das ist ja, also wenn man das alleine nur darauf begrenzen würde, dass wir da deshalb als Sieger überall vom Platz gegangen sind, das wäre schon eine Nummer. Aber hat man natürlich gemacht, aber eindeutig Elfmeterschießen. Also, weil diese Wochen, die waren so intensiv, so unglaublich, was wir dort an Kraft gelassen haben und was wir an Kraft eingesetzt haben. Also die auf dem Platz waren, aber auch alle drumherum. Wir waren nonstop, waren wir in den Gedanken, alles Mögliche zu erreichen und alles an Voraussetzungen zu schaffen, damit die Mannschaft das realisieren kann. Und die Mannschaft hat großartig gespielt. Beiden Mannschaften muss man ein großes Kompliment machen, auch den Hamburgern, die alles versucht haben. Aber wir haben uns durchgesetzt und das ist natürlich wunderschön für uns. Und es war, glaube ich, so etwas Intensives, was bis dahin, glaube ich, noch nie passiert war, in so einer Kompaktheit und wahrscheinlich auch nie wieder passieren wird. Aber es war für uns ja unfassbar schön. Ehrenrunde im Flugzeug oder Autokorso durch die Stadt? Autokorso durch die Stadt.
eindeutig, weil das im Flieger, das war im Prinzip etwas für uns, nochmal zu schauen, über die Stadt zu schauen, wie alle am Flughafen sind und welche große Begeisterung da ist. Aber die zu spüren und die zu fühlen, ich glaube, ich habe noch nie in so unglaublich glückliche Gesichter gesehen, wie beispielsweise nach unserem Doublesieg dann eben durch die Stadt zu fahren und alle Menschen, man hatte das Gefühl, man hat jedem die Hand gegeben und es war unglaublich. Norderney oder Belek? Ja, Norderney. Einmal an der Küste, immer an der Küste. Also nein, waren fantastische Trainingslager, die wir dort gehabt haben und gerade so Saisonbeginn. Es war immer wunderschön, so in die Augen der Spieler zu gucken, wenn sie wussten, so, zum einen, ich muss da wieder vorne an den Strand oder die anderen, die noch keine Ahnung hatten, was da auf einen zukommt. Und hat uns viel, viel Spaß gemacht. Golfhotel oder Parkhotel? Parkhotel, eindeutig, weil es war mein zweites Zuhause hier und über so viele Jahre immer wieder quasi in so ein Quartier zu gehen und sich trotzdem wohlzufühlen und so eine Atmosphäre dort zu haben, die ja wie ein Zuhause war. Und also war wunderschön diese Zeit und wir haben dort ja, tolle Tage auch mit dem Team gehabt. Brommiplatz oder Paulina Maasch? Das eine ist der Anfang und das andere ja, ist dann die Zukunft gewesen. Also die Anfänge möchte ich nicht missen und Paulina Maasch habe ich natürlich unheimlich viel erlebt, aber gerade so die ersten Erinnerungen damals, als ich zur Schule kam und dann nach Hause, den Schulranzen in die Ecke und dann ab zum Brommiplatz kicken. Brommiplatz. Portugal oder Österreich? Das ist eine unfaire Frage. Also, ja, kann ich aber auch genauso machen. Sommer Portugal, Winter Österreich. Dann wird die Runde jetzt richtig Ja, lustig. super. Na, super. Eine Entscheidung, die man als Trainer, die Sie als Trainer zum Glück nie treffen mussten, Diego oder Miku? Ja, ich hab gerade die Tage mit irgendeinem Kollegen darüber gesprochen, welches Glück und welche wunderbare Situation wir hatten, dass wir Spielgestalter, wenn man sie so beziffern möchte, Spielgestalter zu haben in so einer unglaublich hohen Qualität. Und das immer im Prinzip. Der eine war da, der andere kam, man hat noch ein bisschen zusammen agiert und dann ist der eine gegangen, der andere hat es fortgesetzt, dann kam wieder ein neuer dazu und genauso war die Situation wieder. Also diese Übergänge immer wieder zu realisieren und diese Qualität zu erhalten. Also da gibt es kein Entweder-Oder, da gibt es nur ein Gemeinsames. Wie sieht es aus bei Ailton oder Pizarro? Ja. Der eine hat dem anderen geholfen. Ich glaube, man hat ja immer Pizza Toni, war ja immer der Spruch. Und letztendlich haben die beiden das eben auch gezeigt. Sie haben aufgemischt. Der eine ist immer abgegangen wie eine Rakete und der andere hat das Näschen gehabt, immer an der richtigen Stelle zu stehen. Das bis heute, das ist großartig, so eine Karriere zu spielen. Und Toni, ganz Bremen liebt ihn. Der braucht nur hier landen oder mit dem Auto über die Stadtgrenze zu fahren und schon wird gejubelt. Also ich glaube, beide zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie Publikumsfanfänger waren, eben auch jeden Fan mitgenommen haben, gewonnen haben, durch ihr Lächeln, durch ihre positive Ausstrahlung. Und ja, wunderbar, beide. So eine Rubrik, das ist nichts. Also, Currywurst oder Fischbrötchen? Jetzt habe ich gut informiert. Ja, gewinnt die Currywurst, weil es einfach doch öfters war. Aber Fischbrötchen war eben halt Freimarkt. Ne? Das ist auch Tradition gewesen bei den Trainern. Aber die Currywurst am Abend nochmal, wir hätten einen schönen. So ein schönes Schlemmerbuch hätten wir schreiben können, wo es die beste Currywurst gibt. Wir haben sie genossen als Team, immer als Trainerteam und die Verantwortlichen.
war es so ein Ritual, eben immer noch mal ins Gespräch zu kommen und gemeinsam vielleicht vorher das Freitagsabendspiel zu sehen oder ein Spiel sich anzugucken am Fernseher und dabei eben eine Currywurst zu essen. Aber das Wichtige dabei war einfach dieses Zusammensein und dieses sich austauschen, nochmal den einen oder anderen Spruch fallen lassen oder den einen oder anderen Gedanken aufwerfen für die nächste Partie oder für die Partie am nächsten Tag. Und ein großer Genuss für mich. Notbremse oder Gegentor? Kann ich mit beidem nichts anfangen. Weder Gegentor mag ich, noch mag ich eine Notbremse. Aber mir ist es, glaube ich, lieber, wenn man anständig vom Platz geht und das Spiel fair und anständig verlaufen lässt, einen anderen Spieler bei einer Notbremse zu gefährden, ist, glaube ich, nicht richtig. Raute oder flache Dafür 4? Dafür bin ich vielleicht dann doch zu anständig. Raute oder flache 4? Raute, keine Frage. Raute hat unsere Zeit eigentlich immer wieder bestimmt, obwohl ich sagen muss, es war jetzt nie geplant. Man hatte eine Idee, man hat die umgesetzt. Wir haben das dann perfekt gespielt, insofern war das gut. Aber das war jetzt nicht irgendwo in Zement. Wenn was anderes besser gewesen wäre, hätten wir das gemacht, aber es war nichts besser. Alex Ferguson oder Arsène Wenger? Beides großartige Kollegen. Allergrößte Anerkennung, über so einen langen Zeitraum eine Mannschaft zu führen und sie zu prägen. Großartig, Arsène hört immer noch nicht auf. Ich weiß nicht, wie lange er das alles noch macht und durchhält. Also großartig, beide. Mit Sir Alex habe ich öfters zu tun gehabt, weil jetzt auch durch meine Tätigkeit bei der UEFA öfters dort zu einem Zusammentreffen kam und ein großartiger Mensch, ein super Humor auch und über sein Fachwissen, da darf man eigentlich gar nicht drüber sprechen. Das ist, glaube ich, unbestritten und wer so lange so erfolgreich war, da verbietet es letztendlich jeden Kommentar. Aber als Mensch auch großartig und es ist eine große Freude, beide auch immer wieder zu sehen und zu treffen. Und die Entscheidung fällt für Sir Alex, ja. Weil ich einfach mehr mit ihm zu tun habe. So, noch einmal bunt gemischt. Schnauzer oder Drei-Tage-Bart? Schnauzer ist wichtiger. Fahrer oder Beifahrer? Ah, da gibt es keine Diskussion. Fahrer. Ohne Wenn und Aber. Da mache ich gerne den Harry. Golden Retriever oder Berner Sennenhund? Ja, also das ist eine billige Frage. wer einen Berner Sennen hat, der kann schlecht sagen Golden Retriever. Also da ist unser Django natürlich unser Ein und Alles. Butter bei die Fische oder Zimmerduell? Zimmerduell.